Hallo und guten Abend. Gleich kommt für euch der Sandmann, aber vorher zeige ich euch noch ein selbstgebasteltes Gute-Nacht-Haus von Nikolas. Nikolas ist 7 Jahre alt und hat das ganze Gute-Nacht-Haus gemacht, voll mit seinen Lieblingsfiguren hier im Kika. Da ist einmal der Nikolas selber, hier oben Jim und Lukas, das Sandmännchen, Kalli, Heidi und Peter, die Wikinger, Pippi Langstrumpf, also eine ganze Menge, die drei kleinen Bären und auch die drei kleinen Spürnasen. Lieber Nikolas, dafür bekommst du natürlich auch etwas, nämlich ein Spiel mit Chili Bernd und Briegel. Typisch Bernd, jetzt reicht es mir. Damit wünsche ich dir ganz viel Spaß und euch wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Sandmann. Schlaft gut, träumt schön und bis bald. Lotte und Klein Pipo fliegen mit Oskar und Klaus weiter in den Süden. Der Flug führt über eine wundervolle Bergwelt, an der man sich nicht satt sehen kann. Lieber Klaus, sagt Lotte, können wir da unten nicht ein Picknick machen? Bitte. Klaus lässt sich erweichen, wenigstens über den Bergen zu kreisen. Und Lotte und Klein Pipo springen mit Picknickkoffer und Fallschirm ab. Das war toll, sagt Lotte. Wir sind die Ersten hier oben. Hurra! Zur selben Zeit versuchen die Bergsteiger Karl und Friedrich den Felsen zu erklettern. Nanu? Wundert sich Lotte. Oh? Karl kann seinen Augen nicht trauen. Da ist ja schon jemand oben auf dem Felsen. Das raubt ihm das Bewusstsein. Pipo und Lotte können nicht so recht begreifen, warum der Bergsteiger umgefallen ist. Sie sind aber vorsichtig und verstecken sich erst einmal. Ich habe einen Geist gesehen, berichtet der völlig verstörte Karl seinem Bergkameraden Friedrich. Wir sind gar nicht die Ersten. Mach dir nichts draus, beruhigt Friedrich seinen Freund. Psst, macht Lotte. Halt, sagt Pipo ganz leise zu Lotte. Etwas Heißes zu trinken und ein Stück Zucker beruhigt die Nerven, wie jeder Bergsteiger weiß. Oh, graus! Jetzt hat sich der Berggeist in einen Vogel verwandelt, stammelt Karl. Ich weiß nicht, was du hast. Ich sehe nichts, sagt Friedrich. Lotte gibt Pipo das Zeichen, schon mal loszufliegen. Thank you.
Das war aufregend da unten, sagt Lotte zu Klaus. Die haben gedacht, sie sind die Ersten. Morgen gibt's wieder die obercoole Südpol-Gang.